Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, auch von mir. Zum Jahresende noch ein bisschen Bastelarbeit. Wir haben uns hier einen Schreibtisch bestellt und zwar einen höhenverstellbaren mit Motor. Ja, und sieht man es hier so ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Ja, da liegen die ganzen Teile rum. Und jetzt haben wir die große Freude, das hier alles zusammenzubauen. Die Anleitung ist allerdings komplett in Englisch, aber immerhin bebildert. Wie helfen wir uns? Ja, mit der Google-Funktion, dass man da die Texte gut übersetzen kann, muss man nur sein Handy drüber halten und dann wird das da drüber getan in so AR-Grafik. Wir haben den Tisch jetzt fertig zusammengebaut und der hat zwei Motoren. Der eine ist hier und der andere ist dort. Und hier in der Mitte kommt das dann alles zusammen und wird dann an den Strom angeschlossen. Und was der Tisch kann, zeige ich euch jetzt einmal. Denn man kann den hier stufenlos verstellen. Und wie ihr jetzt sehen werdet, das Ganze ist echt sanft. Man kann da ruhig ein Glas Wasser oder so raufstellen. Und ja, das Ganze ist echt gut. Und das gleiche geht auch mit runter und man kann sogar noch, wenn man den Finger mal weglassen möchte, eine Stufe selber einstellen. Dafür gibt es mehrere Tasten hier. Wir haben jetzt einen auf die 2 gemacht, drücke ich jetzt mal. Und er verstellt sich auf die Größe, die wir eingestellt haben, automatisch. Und man kann ihn auch nicht nur als Tisch verwenden, sondern auch als Stehpult. Ich zeige euch mal, wie groß der werden kann. Moment, also schon ganz schön. So, kann man hier dann stehen. Und falls man hier einen Monitor oder so drauf machen möchte, irgendwas mit Strom, haben wir hier noch ja, zum Kabel durchstecken, so ein Loch. Und ich finde, der Tisch sieht auch recht gut aus und ist auch recht stabil. Aber so wollen wir den Ganzen nicht. Also wieder runter damit. Und dann zeige ich euch jetzt auch mal, wie klein da sein kann. Also das komplette Gegenteil vom Großen. Moment. Aber es ist wirklich gut, dass da so sanft runter geht, finde ich. Also kann man alles drauf stehen lassen. So klein kann der Ganze sein. Selbst wenn ich mich hier hinknie, ist er noch zu klein. Auf jeden Fall echt perfekt. Also ist auch gut, wenn man zum Beispiel seinem Kind oder so einen Schreibtisch kaufen möchte, muss man keinen neuen holen, den man die ganze Zeit verstellt, weil den kann man hier ja verstellen. Und ich finde, der Schreibtisch ist eine super Sache. Ja, finde ich auch. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, heute am letzten Tag des Jahres 2021 sitzen wir drei hier, wo wir auch Heiligabend gesessen haben, in Achim Specks Haus und haben heute den Silvestertag vor uns, der ein bisschen ruhiger ablaufen wird als gewohnt. Warum, liest John mal jetzt vor. Das ist eine Mitteilung der Bremer Polizei. Ja, ich lese mal vor. Der Kauf und Verkauf von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen ab Kategorie F2 ist untersagt. Dazu zählen beispielsweise Raketen, Böller oder Feuerwerksbatterien. Ebenso ist das Mitführen sowie das Verbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ab Kategorie F2 verboten. Das bedeutet, auch die Feuerwerksreste vom vorletzten oder vorvorletzten Jahr dürfen Sie nicht zünden. Bitte denken Sie auch an das Versammlungsverbot. Ja, das sind die schönen Corona-Vorgaben für unser heutiges Silvesterfest.
Wir haben sogar eben nochmal versucht, auf den letzten Drücker Wunderkerzen zu bekommen. Gibt es in Bremen nicht. Aber gut, dass der Bäcker vorgesorgt hat für heute Abend. Eine kleine Überraschung. Oh nee, ich erinnere mich an letztes Jahr. Da gab es nämlich eine böse Überraschung. Juhu! Wir genießen jetzt unser Becksbier und ihr dürft jetzt einen Teil unseres Jahresrückblicks 2021 genießen, den Stefan toll vorbereitet hat. Also Film ab und viel Spaß dabei. Genau, da haben wir nämlich besondere Momente zusammengefasst aus unseren Videos von diesem Jahr. Prost! So ist das, wenn man selten im Parkhaus parkt, dann weiß man nicht, was man zuerst reinstecken soll. Wahrscheinlich das. Das ist der Geldschlitz. Hier? Herrschaftszeichen. Da. Oh, ach hier. Einmal. Mit Socken. Ich glaube es nicht. Okay, geht los. Taste drücken. Welche Taste denn? Sag mal. Irgendwas. Bitte Taste drücken. Ja. Please press a key. Das ist auch so die Sprache. Ich werde hier noch zum Elch gleich. Was soll ich denn drücken? Abbruch und rausfahren. Ja, da sind die Karten ja weg. Dann musst du die auch unten reintun, wenn man rausfährt. Nein, nein, nein. Bitte Taste drücken. Füll das mal. Bitte Taste drücken. Also, 2-Wochen-Karte habe ich nicht, 4-Wochen-Karte habe ich nicht. Abbruch kann ich machen. Nee. Kann man hier etwas machen? Terminal bereit. Doof ist, so ein Ding zu bedienen. Liebe Gäste, wir haben eine Störung. Bitte bleiben Sie sitzen und halten Sie sich fest. Ein Mitarbeiter ist unterwegs. Ja, Peppers Picks Ballonfahrt hat eine Störung. Langsam wird es ja oben auch unruhig, da da ja kleine Kinder drin sitzen. Und ja, aber dennoch habe ich hier einen sehr gemütlichen Stuhl gefunden und werde den Kindern jetzt beim Leiden zusehen. Bitte Taste drücken. Die hier? Das ist keine Taste. Ja, eben. Drück einfach aufs weiße Bild mal. Abbruch. Ja, du musst dich wahrscheinlich unten reintun. Was muss ich machen? Im Ausgang. Nein, nein, nein. Und aufgewacht. Oh. So, nochmal von vorne das Ganze. Also erstmal die Karte für das rein. Akzeptiert. Das rein. Andere Reihenfolge. Oh Mann, ich will hier weg zum Elch. Oh nee. Bitte nicht. Musst du schnell und doll machen. Ich kenne die Dinger. Bitte nicht. War's wohl, ne? Was ist das für eine Scheiße? Da musst du vorher aufmachen. Wirklich? Ja, zum Glück. Was ist denn das für ein billiger Mist? Oh,
Oha, 500-Euro-Scheine sind... Ey, was ist denn mit dir falsch? Jetzt müssen wir 2 Euro bezahlen, weil wir wahrscheinlich jetzt zu lange gebraucht haben für die halbe Stunde. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was ist hier denn schon wieder los? Also, ja, so ist das hier. Das ist live. So. War ja ganz einfach. Weiter geht's. So, Simone war gerade einkaufen. Was kauft man Silvester? Natürlich Berliner. Genau, ich habe für uns Berliner gekauft. Es war gar nicht so einfach, noch welche zu kriegen, ja. Kurz vor knapp. Ja, ist schon nach 13 Uhr jetzt gerade. An dieser Stelle, ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich weiß, es gibt einen Zuschauer von uns, der hier arbeitet oder hier lernt, wie auch immer. Ich weiß, den haben wir mal in der Schlachter getroffen. So. Und der lernt hier, glaube ich, macht seine Ausbildung. Und dann bin ich gespannt, deine Berliner zu probieren. Wie die schmecken. Wir haben 6 Stück gekauft. Und Johnny liest mal vor, was wir vorhaben gleich zu Hause. Ja, denn ein Andy hatte eine ganz lustige Idee. Der hat geschrieben, hallo ihr Lieben, bevor Silvester wieder vorbei ist, wollte ich euch nochmal eine Challenge... Entschuldigung, bin gerade ein bisschen verrutscht hier. An die Challenge erinnern, die ich euch vorgeschlagen habe. Versucht doch mal, einen Berliner aufzuessen. Aus der Hand raus, ohne einmal eure Lippen, Mund mit der Zunge vom Puderzucker abzulecken. Das ist ganz schön schwer, habe ich festgestellt. Jo. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das will ich auch, glaube ich, gar nicht können. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Die Idee finde ich super, ja. Ich freue mich drauf. Genau, so. Auf geht's nach Hause zum Berliner Essen. Jetzt sitzen wir hier, 3 Bremer und 3 Berliner und mal gucken, was wirklich so schwer ist. Das, für mich ist das sehr schwer. Ich kann das auch nicht, weiß ich jetzt schon. Ey, das ist ja mal hier, guck mal, wie wenig sie hier drauf hat. Nein, nein. Und ach, hier alles voll. Die Marmelade reicht schon. So, also nochmal, man muss die Berliner essen, ohne so zu machen oder so. Lippen abzulecken, bevor sie peinlich oder werden. Mit den Händen darf man, glaube ich, auch nicht schmieren. Natürlich nicht. Nein, aber einfach dran kleben lassen. Ja. Okay. Na gut. Guten Appetit. Ja. Oh, das ist aber schwer. Das funktioniert ja automatisch, dass man diesen Reflex hat. Ja. Das ist wirklich ein Reflex. Oh. Ich weiß gar nicht, wie man aussieht. Fast hätte ich gerade gemacht. Fast. Mhm. Ich glaube, mir ist es schon passiert. Oh, mir ist es auch gerade passiert. Mann. Ich weiß nicht, die Kamera. Scheiße. Hab so gemacht, Papa, guck. So. Mhm. Ja, egal, ich lasse mich jetzt auch. Vielen Dank für diese Challenge. Das hat echt Spaß gemacht, aber man war hochkonzentriert und es war sauschwer. Man hat es nicht geschafft. Und wir sind mittlerweile hier schon wieder bei Stefans und Johns Silvester-Pflichtprogramm angelangt. Das ist es auf jeden Fall. Also, Dinner for One. Läuft im Hintergrund gerade, ist für mich ein Pflichtprogramm und ich finde es auch immer noch lustig, obwohl ich das bestimmt schon 30, 40 Mal gesehen habe. Ist einfach so ein bisschen Silvester-Feeling. Ja, ich finde es auch ganz lustig. Also es wird langsam ausgelutschter als am Anfang, aber man kann trotzdem noch drüber lachen, finde ich. Ich habe es als Kind nicht gemocht, als ich es mit meinen Eltern geguckt habe und ich mag es heute immer noch nicht. Also kann dem nichts abgewinnen. Simone hat eben nicht so einen Humor. Nee. Nicht? Ja, nebenbei, es kommt ja erst in Schwung so langsam, was da passiert. Für die, die es nicht kennen, da feiert ja eine Frau auf ihrem Landsitz ihren Geburtstag und der Diener
der muss das Essen servieren für alle Gäste, die damals mal gelebt haben. Natürlich auch die ganzen Getränke trinken. Und von Mal zu Mal wird es dann eben ein bisschen alkoholisierter. Richtig. Und ja, wenn du sagst, ich habe keinen Humor, kann ich doch was dazu sagen. Und zwar gucke ich dieses Jahr nicht viel Fernsehen, aber ich gucke auf Netflix zwei Serien gleichzeitig. Einmal mit John, Haus des Geldes. Habe ich schon durchgeguckt, aber ich habe es nochmal mit ihr geguckt, weil ich zusammen. Weil ich dachte, ihr gefällt das, weil sie so krimihaftes mag. Super spannend, super gut gemacht. Ich gucke aber alleine noch Mord mit Aussicht. Das ist eine deutsche Krimi-Reihe aus der Eifel. Und das trifft meinen Humor. Das muss ich mal sagen, die Schauspieler da. Ich habe Humor, aber vielleicht einen anderen. Das ist so mein Serienhighlight dieses Jahres. Sind wir auch schon bei unserem Thema, was wir mal ansprechen wollten. Was es so gab für uns im Jahr 2021. So ein paar Highlights gab es ja dann doch noch. Für mich war es auf jeden Fall erstmal unser Sommerurlaub, den wir ja mit dem Auto gemacht haben. Und da haben wir es endlich mal geschafft, was ich mir schon seit langer, langer Zeit vorgenommen hatte. Wir sind in Dänemark gewesen, in Juelsminde, wo ich früher als kleines Kind im Urlaub gewesen bin mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern. Und das mal wiederzusehen, war für mich ein absolutes Highlight. Der Strand ist eigentlich aus heutiger Sicht keine Besonderheit mehr, aber die Erinnerungen, die da dranhängen, sind gewaltig. Und darum war ich sehr froh, dass wir dorthin gefahren sind. Ja, was gab es noch so für Highlights im Jahr 2021 für uns? Es gab eine neue The Walking Dead Staffel, was bekanntlicherweise meine Lieblingsserie ist momentan. Auch wenn es jetzt gerade irgendwie schlechter wird, der Anfang, der hat mich so, wie nennt man das so? Hat mir so gesagt, dass es eine gute Serie ist und seitdem ist auch wirklich meine Lieblingsserie. Kam ja dieses Jahr eine neue Staffel und hoffentlich geht's, die ist ja noch nicht ganz fertig, hoffentlich geht's dieses Jahr mit der anderen Hälfte oder ob das die Hälfte war, weiß ich nicht. Es wurde auf jeden Fall nur ein Teil von der letzten 11. Staffel jetzt veröffentlicht und hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Hoffe ich mal. Ja, ein Highlight war ganz bestimmt auch, wenn auch nicht viele Besuche im Heidepark. Ich hatte, glaube ich, nur 4 oder 5 Besuche, aber die Male, die ich mit war, das war richtig schön. Also ich liebe diesen Park über alles, diese Ruhe da, dieses Ambiente da, es ist einfach schön. Das war auch ein Highlight, weil man darf nicht vergessen, wie lange hatten wir den Lockdown? War jetzt nicht ein halbes Jahr, aber als alles wieder halbwegs erlaubt war, haben wir schöne Zeiten im Heidepark gehabt, oder? Aber das ist ja bei dir kein Highlight, weil sie fährt einmal Kolossus und dann macht sie den ganzen Tag schlapp. Dann läuft mal sehen, wie genügsam ich bin. Aber ich finde es immer wieder schön da. Ja. Heidepark ist natürlich für mich auch ein Highlight, ist natürlich klar. Ich habe noch ein paar andere Highlights. Zum Beispiel die CD des Jahres gibt es für mich zwei. Einmal natürlich ABBA Voyage. Nach 40 Jahren ein Album, jetzt wohl das endgültig letzte Mal, dass sie ein Album veröffentlicht haben. Absolut klasse, genau der Sound wie früher. Ja, herrlich war's. Und dann nochmal ein Album Lonesome Fighter von Frank Duval, den ich schon seit den 80er Jahren höre. Das ist der Komponist, den ich durch die Musiken von Derek und der Alte, das sind so zwei alte ZDF-Krimiserien, kennengelernt habe. Und seit den 80er Jahren höre ich diese Musik und auch er hat eine lange Pause gemacht, nämlich über 20 Jahre, bis dieses Album hier rauskam. War für mich ein echtes Highlight. So, musikmäßig, was haben die anderen beiden denn so gehört im Jahr 2021? Ich habe am ehesten gar nicht so viel Musik gehört, weil ich habe auf Spotify mehr so die Podcasts gehört. Da habe ich mich mal ein bisschen rumprobiert und den Jay und Aria Podcast, also der eigentlich ganz gute Podcast heißt der, den habe ich sehr viel gehört. Es war keine Musik, aber Spotify insgesamt in dem Thema habe ich alles von den alten Folgen gehört und bin jetzt bei den aktuellen und möchte auch wahrscheinlich weiterhören. Ja, und ich kann mich Stefan anschließen, das neue ABBA-Album, ist klasse, ist ein Highlight des Jahres, ganz klar. Ja, und sonst, ich bin ja kein CD-Käufer oder irgendwie, also ich höre eigentlich immer nur Radio, das liebe ich. Aber ich habe noch einen Buchtipp für euch. Das war nämlich mein Buchhighlight des Jahres, Der Wal und das Ende der Welt. Auch in diesem Buch bricht eine Pandemie aus und es ist in Teilen sehr ähnlich wie das, was wir gerade erleben. Aber es ist
eine ganz berührende Geschichte. Es ist nichts mit Panikmache oder so. Es geht um den Zusammenhalt der Menschen. Und das ist da wirklich sehr schön beschrieben. Also ich glaube, die Jungs haben keinen Buchtipp für euch. Oder kein Buch des Jahres. Nee, dafür aber noch habe ich mal mir zwei Filme des Jahres rausgesucht, die wir auch schon auf Blu-ray haben. Kino war dieses Jahr ja nicht so viel. Wir waren, glaube ich, zweimal im Kino, John und ich. Einmal bei Dune, genau. Und das andere Mal James Bond, Keine Zeit zu sterben. Und den haben wir auch schon auf Blu-ray hier. Ist für mich, glaube ich, das Film-Highlight des Jahres. Aber auch ein Film, den wir nicht im Kino geguckt haben. Und zwar Jim Knopf und die Wilde 13. Ich liebe diese Verfilmung. Dieser Bücher von Michael Ende. Teil 1 war schon so super und dieser hier ist genauso klasse. Das Ding ist, Jim Knopf war bei mir auch ein Teil meiner Kindheit und da fand ich die neuen Verfilmungen auch ganz gut. Vor allem für deutsche Verhältnisse war das super bearbeitet und so. Und ja, ich glaube, der Film des Jahres bei mir ist tatsächlich Spider-Man No Way Home. Den habe ich im Kino mit Freunden geguckt und ich will gar nicht zu viel dazu sagen, weil insgesamt gerade ist ja eh ganz, soll man noch gar nichts darüber sagen. Wurde ja sogar von den Schauspielern drum gebeten, dass man nichts spoilert für die erste Zeit. So, jetzt haben wir auch genug geredet. Jetzt ist auch hier gerade alles in Schwung gekommen bei Butler James und Miss Sophie. Und das gucken wir uns erstmal jetzt in Ruhe an, wie es da gerade zugeht. Ja, wir haben gerade einen Instagram-Beitrag veröffentlicht, auf dem, wie man sieht, wir vor einem Fernseher sitzen und Dinner for One gucken, um euch zu zeigen, dass es bei uns wirklich Tradition ist. Richtig. Und wir haben jetzt noch den zweiten Teil unserer Jahreshighlights 2021 für euch. Aua. Bisschen viel Kohlensäure. Der überdacht ist, wo man dann die Außentemperatur ablesen kann. Was ist da denn passiert? Drei Teile gebrochen, das Ding. Ach Mann! Oh, Junge! So, den möchte ich ja heute noch anziehen, ne? So. Das war nur Wasser, John. Das ist nicht schlimm. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Quatsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich brauche ein bisschen Überwindung, weil es ist kalt. Es ist immer. Ach, scheiße. Hat überhaupt nicht geklappt. Was eine Scheiße. Oh, es ist kalt. Handtuch, wo ist das Handtuch hin? Hat überhaupt nicht geklappt. Was eine Scheiße. Oh, das ist kalt. Steh- oder Sitzpinkler? Verstehst du die Frage nicht? Das ist so blöd, ist das. Okay, mach mal eine andere Frage. Nutzt du die Einzelblattperforation? Das ist so unnötig. Es ist echt komisch, sich mit seinem Vater übers Scheißen zu unterhalten. Ey. Der Nachteil an dem Eis ist folgender. Ja, wir haben heute noch vor, ins Restaurant zu gehen, zum Paulaners. Und bis wir dahin können, wir haben um 20 Uhr reserviert, Fernsehen gucken. Was gucken wir jetzt Schönes? Udo und Wilke. Wir fangen jetzt Google. Kann Rasensack erfrieren? Da kann sogar ich drüber lachen und hab meinen Spaß. Ich guck's auch gerne. So, ja, für uns ist das der Top-YouTube-Kanal. Wir sitzen immer zusammen hier vor, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, wenn wir Zeit haben, und gucken das. Bis in den Mai kann es zu örtlichem Bodenfressen kommen. Und da Papa ja versprochen hat, dass Silvesterstimmung kommt, jetzt kommt sie. Ach, ah, scheiße! Mann! Aber wenigstens ist es noch.
bitte. Ja, gut. Habt ihr toll gemacht. Hurra. Hurra. Du machst es sauber. Nee. Sogar mein, nee, mein Eierlikör ist freigelassen. Nee, nee. Doch. Ja, super. Vielen Dank. Ja, hat ja nicht so geklappt, ja? Natürlich habe ich ganz schön erschrocken. Ja, jetzt sind wir hier schon unterwegs. Das Wetter, muss ich mal sagen, ist ja unter aller Sau. Es regnet, kann man auch sehen an Simones Haube, die sie aufhat. Ich wusste, dass das wieder kommt. Da spricht der neidische, keine Kapuze an der Jacke habe, hätte ich fast gesagt. Es ist nur Nieselregen. Ja. Man hört vereinzelt ab und zu mal so ein paar kleine Böller in weiter Ferne hochgehen. Mhm. Ja, es ist wie letztes Jahr auch schon verdammt ruhig Silvester. Aber bei dem Wetter, ganz ehrlich gesagt, hätte ich auch keinen großen Bock. Nee. Obwohl wir hätten vielleicht doch ein paar Raketen steigen lassen, oder Johnny? Ja, schön wäre es gewesen. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja, genau. So. Mehr können wir nicht machen. Auf geht's zum Essen. So, und da wir es noch nicht übertreiben wollen am letzten Tag des Jahres, haben wir heute erstmal nur ein Bier bestellt. Das war meine Idee. Ja, genau. Prost. Ja, und ich bin natürlich auch dabei, bin gerade noch ein bisschen mit dem Handy beschäftigt. Ich bin ja normalerweise kein Mobile Player, ich spiele lieber auf der Konsole. Aber es gibt ein Spiel, das spiele ich schon ein bisschen länger. Und zwar The Walking Dead Our World. Das ist so im Pokémon Go Prinzip, nur halt Zombies töten und Überlebende retten. Und natürlich Karten sammeln. Und dann kann man mit den Helden aus der Serie spielen und ja, bei mir gibt es eine leckere Spezi. Bei Stefan sehen wir das Herrensteak. Das sieht richtig lecker aus, aber ich finde, mein Lachs kann sich auch sehen lassen. Und John, ja, was kann John schon hier bestellt haben? Bei mir gibt es ein Münchner Schnitzel. Und ich finde, Simones Essen sieht gar nicht so lecker aus. Was? Was ist das da drauf? Eine Petersilie, die stört John ein bisschen. Ja, aber was ist das? Lachs. Soße. Ja, die Soße, was ist das? Riesling-Soße. Ja. Ein Fischmesser. So, wir haben es jetzt gerade 0 Uhr. Prost Neujahr! Ja, Prost Neujahr! Erstmal hier. So. Frohes neues Jahr. Und es gibt ein paar mutige oder übermütige, ich weiß es nicht, die machen hier tatsächlich Feuerwerk im Hintergrund. Gute Menschen. Ich muss auch mal sagen, das sind so ein bisschen für mich gerade Helden, weil wenn es total still wäre, dann würde man hier kein Silvester-Feeling verspüren, sag ich mal. Und das hat ja auch alles nichts mit Corona zu tun jetzt, wenn man das sagt. Nee, ich muss auch das sagen. Das ist Quatsch. Ich hätte auch mal eine Raketenhorn zünden können, sag ich mal ganz ehrlich. Dann kann man wirklich sagen, das ist nichts Schlimmes. Finde ich super, dass das, was Leute machen. Muss ich auch ehrlich sagen, kann man mich jetzt gerne für verurteilen. Also, ich find's toll, dass wir so ein bisschen Geräusche hier hören. Ich sehe auch was. Ja, man sieht auch ein bisschen was. Ja, also, um es kurz zu machen. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr so fleißig unsere Videos geguckt habt, so nette Kommentare geschrieben habt, uns ja, so toll unterstützt habt eigentlich. Ja, obwohl wir die Kommentare erst wieder so kurz Zeit wiedererlangt haben, habt ihr schon über, was waren das, 4300 und Kommentare geschrieben. Und wir müssen auch leider sagen dazu, dass wir es nicht mehr schaffen, diese Kommentare alle zu beantworten. Wir haben bisher immer alle Kommentare beantwortet. Das geht im nächsten Jahr nicht mehr. Wir müssen ein bisschen kürzer treten, weil wir echt dafür pro Tag über eine Stunde oder fast zwei Stunden aufgewendet haben. Und dann nehmen wir doch lieber die Zeit, um vielleicht Ideen für Videos zu sammeln. Genau. Also, ein Herz. Wir lesen alle Kommentare natürlich weiterhin, geben euch ein Herz und beantworten auch ein paar Kommentare, die man dann beantworten muss. Natürlich. Aber nicht mehr alle. So, nochmal Prost. Genau. Also. Auf das Jahr 2022. Mal sehen, was kommt.